Gelehrte, Ordensoberinnen und Ordensobere, liebe Mitbrüder, priesterlichen, bischöflichen, diakonalen Dienst, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser 9. Dezember heute ist ein Tag der Freude. Wir eröffnen gemeinsam die neue große Ausstellung des Erzbischöflichen Diözesanmuseums, die dem heiligen Franziskus und der Geschichte der franziskanischen Ordensgemeinschaften gewidmet ist. Dazu Ihnen allen ein ganz herzlicher Willkommensgruß. Die Ausstellung Franziskus Licht aus Assisi findet auf Initiative der deutschsprachigen Ordensprovinzen und mit Unterstützung der franziskanischen Kommunitäten vor Ort statt. Besondere Anteilnahme erfährt das Unternehmen aus Rom und aus Assisi. Es ist mir deshalb eine besondere Freude, den eben schon angekündigten Generalminister der Minderbrüder, Pater José Rodríguez Caballo aus Rom, erwarten zu dürfen. Seien Sie alle nun herzlich willkommen, die ich aufrufe, in Vertretung des Generalministers der Kapuziner, Pater Mauro Jöri, ist Pater Provinzial Christophorus Godereis bei uns. Den Generalminister der Franziskanerminoriten, Fra Marco Tasca, vertreten durch Generalvikar Pater Jerzy Norell und den Generalassistenten für Mitteleuropa, Fra Miljenko Hontic. Der Custode Generale des Sacro Convento in Assisi, der heute leider nicht bei uns sein kann, entsendet Bruder Thomas Freil. Ihnen meinen herzlichen Willkommensgruß an dieser Stelle nochmals. Für die deutsche Franziskanerprovinz heiße ich den Provinzialvikar Pater Dr. Cornelius Bohl aus München willkommen. Na, warten wir auch drauf. Das kann man vorher nicht alles so wissen. Aber der Gruß gilt jedenfalls. Das haben Sie jetzt alle vernommen. Ich begrüße, die sind aber da, die Ordensoberinnen und Ordensoberen aus unserem Erzbistum namentlich und stellvertretend für alle die Provinzoberin der Salzkottner Franziskanerinnen Schwester Maria Hildegarde Voss, die habe ich doch gesehen. Die Ausstellung Franziskus Licht aus Assisi entstand in enger Kooperation mit der Fachstelle Franziskanische Forschung in Münster und der Professur für Geschichte des Mittelalters an der Universität Potsdam. Herrn Schmies und Herrn Professor Heimann gilt deshalb mein besonderer Gruß und Dank. Fröhlich vereint, sehr schön. Ich danke dem Franziskanerkonvent in Paderborn und seinem Guardian Pater Klaus Schempe nicht nur für die fachwissenschaftliche Unterstützung, sondern vor allem auch für das partnerschaftliche Engagement einer eigenen Ausstellungssektion zur Geschichte der Ordensfamilie im 19. und 20. Jahrhundert im Kreuzgang des Franziskanerklosters hier in Paderborn Raum zu geben. Diese Kooperation verdeutlicht, dass das Lebenszeugnis des heiligen Franziskus kein totes museales Erbe ist, sondern dass franziskanische Spiritualität auch und gerade heute in die Welt hineinwirkt. Dass Franziskus sich nicht hinter Klostermauern zurückzieht, sondern die Türen weit öffnet, belegt schließlich die gedeihliche Zusammenarbeit mit der Stadt Paderborn. Ich begrüße den ersten Bürger der Stadt, Herrn Bürgermeister Heinz Paus, seiner Gattin, und mit ihm zusammen alle Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt kein Lebensdatum des heiligen Franziskus, das sich in diesem Jahr runden würde. Kein Ereignis aus einer Vita, das wir besonders hervorheben und feiern. Jedoch dürfen wir zurzeit in der Erzdiözese Paderborn eine Reihe von Jubiläen begehen, die die besondere Ausstrahlung des Mannes aus Assisi durch die Jahrhunderte und bis in unsere Zeit vital unter Beweis stellen. Ich will nur eines herausgreifen.
Seit 350 Jahren ist die Trösterin der Betrübten in Werl das Ziel von Prozessionen und Wallfahrten. Tausende Gläubige suchen das Gnadenbild der thronenden Madonna Jahr für Jahr zu Gebet und Fürbitte auf. 1661 gelangte das Marienbild aus der Pfarrkirche St. Maria zur Wiese in Soest als Sühnegeschenk nach Bern. Hier gewann dann die volksfromme Verehrung der Trösterin der Betrübten rasch an Bedeutung, geistlich angeleitet und durch die seit Ende des Dreißigjährigen Krieges in der Hellwegstadt ansässigen Kapuziner. Seit dem 19. Jahrhundert in der Obhut der Franziskaner ist Werl bis heute der bedeutendste Marienwallfahrtsort in unserem Erzbistum und wirkt weit darüber hinaus. Mit dem Franziskanerkonvent im Herzen der Stadt Paderborn und dem Klarissenkloster hier in Paderborn, das seit 1926 besteht, ist eine Ausstellung, die sich der Person des Heiligen und der Geschichte der großen franziskanischen Ordensfamilie widmet, gut verortet. Sie vereint eine Vielzahl qualitätvoller und hochkarätiger Exponate. Besonderen Dank möchte ich hier denen gegenüber aussprechen, die sich bereit gefunden haben, Leihgaben zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass einige heute hier unter uns sind, die uns ihre Kostbarkeiten, wenn auch nur ein paar Monate, aber doch auf Zeit, aber immerhin nach Paderborn entsandten. Ohne den immensen Arbeitseinsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erzbischöflichen Diözesanmuseums unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Christoph Stiegemann wäre das Werk nicht gelungen. Ihnen Anerkennung und Dank. Werte Damen und Herren, gerade in der Umbruchphase der Kirche, die wir zurzeit erleben, kann die Rückbesinnung auf den Geist des heiligen Franziskus und darauf, was er uns vorlebte und lehrte, hilfreich sein. Es gilt, die franziskanische Möglichkeit, von der Walter Nick spricht, und ihr ungeheures Potenzial zu entdecken und zu aktivieren. Hier liegt die Einsicht zugrunde, dass der Mensch zur Freiheit aufgerufen ist, die in der Demut und der freiwilligen Bescheidung gründet. Diese erwachsen wiederum aus der gelebten Nachfolge Christi. Nur so können wir unser Leben, für unser Leben die Gabe des unermesslichen Friedens, Pax et Bono, gewinnen, dessen ganze Fülle uns einmal im himmlischen Jerusalem erwartet. Und hier fügt sich wunderbar das Thema des Festvortrages an. Der beflügelte Franziskus, wie Einfalt und Einfachheit die Welt beflügeln. Ich begrüße ganz besonders herzlich den Referenten, Pater Dr. Johann Baptist Freier, Professor an der Päpstlichen Universität Antonianum in Rom. Ich habe jetzt niemanden in meinem Konzept, dem ich das Wort geben sollte, der ist noch nicht da. Also wird jetzt jemand anders das Wort ergreifen, den ich jetzt noch nicht nennen kann. Exzellenz, lieber Herr Erzbischof, verehrte Ordensobere, lieber Professor Christoph Stiegemann, verehrter Professor Dr. Freier, verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Vorfeld dieser Ausstellung gab es eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Immer wieder wurde in den letzten Wochen in den Medien berichtet, gab es Informationen über Kooperationen mit bedeutenden Museen, Sammlungen im In- und Ausland, gab es Bilder von der Ankunft hochkarätiger Exponate. Und deshalb sind wir alle gespannt darauf, was uns gleich beim Eröffnungsrundgang erwartet, wie die Installation im Schildern auf uns wirkt und was wir beim Rundgang in
unserem Franziskanerkloster entdecken werden. Deshalb habe ich mich für mein Grußwort, zeitliche Zurückhaltung auferlegt. Obwohl ich vielleicht etwas länger machen müsste, damit die Gäste noch rechtzeitig eintreffen können. Das gilt umso mehr, meine Damen und Herren, da wir ja einen packenden Eröffnungsvortrag zu Franziskus von unserem römischen Gast erwarten können, dazu, wie dieses Licht in dem kleinen umbrischen Städtchen Assisi aufgestrahlt ist, wie es dort so viele fasziniert hat, dass sie ihrerseits dieses Licht in alle Winkel der Erde getragen haben und wie dieses Licht heute noch wirkt. Deshalb in Kürze. Ich danke stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger von Stadt und Region, Ihnen, sehr verehrter Herr Erzbischof, dafür, dass Sie die Anregung der Verantwortlichen des Franziskanerordens aufgegriffen haben und die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass unser Diözesanmuseum wieder einmal mit einem herausragenden Projekt einer Sonderausstellung sich in unserer Stadt präsentieren kann. Damit werden in den nächsten Monaten viele aus der Region und von weit darüber hinaus nach Paderborn kommen, um sich im Diözesanmuseum und in unserem Franziskanerkloster mit dem Leben und dem Werk, aber auch mit dem nach wie vor aktuellen Gedankengut, mit der Spiritualität des heiligen Franziskus auseinanderzusetzen. Erzbistum, Landschaftsverband und Stadt werden noch in diesem Monat eine Vereinbarung unterzeichnen, die den Boden für eine neue große Mittelalterausstellung im Diözesanmuseum hier in der Kaiserpfalz und in der Städtischen Galerie bereiten wird. Sie, lieber Christoph Stiegemann, sind schon seit geraumer Zeit mit der Vorbereitung auch dieses großen Projektes befasst. Umso bemerkenswerter ist es, dass Sie parallel dazu in den letzten Monaten zusammen mit Ihrer Truppe noch dieses bedeutende Ausstellungsprojekt geschultert haben, die theoretischen Grundlagen für diese Ausstellung erarbeiten und vor allem die exquisiten Exponate in intensiven Verhandlungen mit den Leihgebern für uns hier in Paderborn gewinnen konnten. Ein herzliches Dankeschön dafür. Die enge Zusammenarbeit der Partner, vor allem auch zwischen Stadt und Erzbistum, ist durch die großen Projekte der Karolinger-Ausstellung und der Canossa-Ausstellung immer enger und vertrauensvoller geworden. Und deshalb hat die Stadt ihrerseits einen eigenen Beitrag zum Ausstellungsprojekt beigesteuert. Das Künstlerduo M&M, genauer Marc Weiß und Martin de Mattia, haben eine entscheidende Gegebenheit aus dem Leben des Heiligen, den Abschied von seinem Vater, die völlige Abkehr von seinem bisherigen Leben in unsere Zeit versetzt. Kurator des Projektes ist Florian Matzner. Für die Bürgergesellschaft von Assisi war es ein Skandal, dass Franz sich diametral gegen alle Erwartungen, die seine Eltern, die die städtische Gesellschaft an ihn hatten, gewandt hat. Die Radikalität der Entscheidung von Franziskus wird für uns heute dadurch fassbar, dass sie in der filmischen Installation auf der Wand des Rathauses und bei Klingenthal in eine sehr wohlhabende Familie der heutigen Zeit verlegt ist, der Ort der Handlung, die Vorstandsetage eines großen Konzerns ist. Die Künstler konfrontieren die Bürgerinnen und Bürger, die Besucher der Stadt mit dieser Radikalität des Franziskus. Sie setzen ein Zeichen, wollen dadurch die Diskussion über den franziskanischen Weg in die Mitte der Gesellschaft holen, weit über den christlichen und historischen Kontext hinaus. Diese wirkliche Konsequenz des heiligen Franziskus nötigt uns auf der einen Seite heute noch einen gehörigen Respekt ab. Sie ist aber in dieser wirklichen Konsequenz auch für viele befremdlich. Ja, wir alle stehen, wenn man uns danach zum Beispiel bei einer Umfrage fragt, verbal zu den Werten, die wir mit dem heiligen Franziskus verbinden. Brüderlichkeit, inniges Verhältnis zur göttlichen Schöpfung, Eintreten für die tatsächlich Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Wenn wir dann aber ganz konkret vor der Frage stehen, aus einem solchen Lippenbekenntnis wirklich Entscheidungen abzuleiten, Entscheidungen, die unser Leben von Grund auf ändern, die uns zwingen, vieles von dem, was uns lieb geworden ist, aufzugeben, wenn uns also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich etwas zugemutet wird, da
dann müssen wir uns oft eingestehen, dass wir zu einer solchen wirklichen Konsequenz, wie sie uns der heilige Franziskus vorgelebt hat, wohl nicht in der Lage sind. Viele, die von anderen, von der Gesellschaft enormes erwarten, haben dann aber immer wieder gute Gründe dafür, dass es ihnen persönlich nicht zumutbar ist, auf sogenannte Besitzstände zu verzichten, auf das, was ihnen doch zusteht, zumal es ja andere gibt, die viel eher aus ihrer Sicht dazu in der Lage wären. Mit dieser Thematik des Lebensentwurfs, mit der absoluten Konsequenz des Lebensentwurfs des heiligen Franziskus setzen sich aktuelle junge Paderbornerinnen und Paderborner in einer Theatergruppe auseinander. Schon bei einer Reihe von Ausstellungen in Paderborner Museen haben Jugendliche in sehr authentischen, künstlerischen Äußerungen sich mit Themen der jeweiligen Ausstellung auseinandergesetzt, zuletzt bei der Ausstellung der Werke von Lili Lucas. Diesmal haben sich die Jugendlichen das Leben des heiligen Franziskus zum Thema genommen. Die Beschäftigung mit ihm hat den Jugendlichen ihre eigene Befindlichkeit sehr deutlich gemacht. Sie denken, dass sie so nicht leben könnten, wie Franziskus das vorgelegt hat. Andererseits sagen sie, dass sie sein Leben, seine Ideen faszinierend finden. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Faszination und Ambivalenz alle Jugendlichen erreicht, auch die muslimischen Jugendlichen und die Jugendlichen, die zu keiner Konfession angehören in dieser Gruppe. Franziskus ist für sie interessant, auch wenn sie bislang mit der Geschichte, mit ihrer Religion sich nicht so intensiv auseinandergesetzt hatten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche uns in Paderborn, ich wünsche den Besucherinnen und Besuchern dieses Ausstellungsprojektes, dass sie sich in den nächsten Monaten vom Denken, aber auch ein Stück vom Handeln des heiligen Franziskus faszinieren lassen. Sicherlich wird den meisten von uns eine so weitgehende Umkehr, wie wir sie beim heiligen Franziskus finden, nicht möglich sein. Wenn uns aber alle das Vorbild des heiligen Franziskus, das wir mit diesem Ausstellungsprojekt nähergebracht bekommen, dazu veranlassen könnte, dass unser Reden und unser Handeln wenigstens ein Stück mehr im Einklang stehen, dann hätte diese Ausstellung schon eine Menge bewirkt. Ich wünsche uns jetzt einen spannenden Rundgang, den Ausstellungsmachern und auch allen ein breites öffentliches Echo für diese Ausstellung und viele nachdenkliche Besucher, die sich von diesem Licht aus Assisi ein Stück verwandeln lassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hochwürdiger Herr Erzbischof, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, als Provinzial der deutschen Kapuzinerprovinz ist es mir eine Ehre, heute an dieser Stelle einen kurzen Gruß zu entbieten. Eigentlich wollte ich mein Grußwort damit beginnen, indem ich sage, es steht mir ja auch zu, als Kapuziner, als Letzter in der Reihe der Vertreter des Ersten Ordens zu sprechen. Nun bin ich der Erste, aber Sie wissen ja, welcher Satz aus dem Evangelium dazu passt. Ich darf in doppelter Funktion heute hier zu Ihnen reden, nämlich sowohl im Namen unseres Generalministers Bruder Mauro Jöri, wie auch in meiner Funktion als Sprecher der sogenannten DEUFRA. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die deutschsprachige franziskanische Provinzialenkonferenz, die Ordensprovinzen der Minoritenkonventualen, der Franziskaner und der Kapuziner im deutschen Sprachraum umfasst. Als erstes aber darf ich Ihnen den Gruß von Bruder Mauro Jöri, Generalminister des Kapuzinerordens mit Sitz in Rom, übermitteln. Bruder Mauro befindet sich zurzeit in Costa Rica, falls sein Flugzeug nicht auch Verspätung hatte, um dort die Kustodie der Kapuziner von Costa Rica zu errichten. Sie sehen, die Schwestern und Brüder der franziskanischen Familie schauen nicht nur mit dieser Ausstellung in eine glorreiche Vergangenheit, sondern sie gründen auch heute noch neue Provinzen und Kustodien, auch wenn diese in anderen Teilen der Erde zurzeit häufiger stattfinden als in unseren Breitengraden.
Aber die franziskanische Idee ist nach wie vor da, sie ist nach wie vor lebendig und Bruder Mauro lässt die festliche Versammlung herzlich grüßen und wünscht dieser Veranstaltung gerade das, nämlich, dass sie den Geist, das Licht des heiligen Franziskus aus Assisi auch in einer bisweilen heute dunklen Welt neu aufleuchten lässt. Als einer der drei Schirmherren, die drei Generalminister haben ja die Schirmherrschaft übernommen für diese Ausstellung, können Sie das Grußwort unseres Generalministers natürlich auch im Ausstellungskatalog nachlesen. Verehrte Festgemeinde, auch wir Kapuziner freuen uns von Herzen, dass in den kommenden Monaten an diesem Ort die Geschichte, das Charisma und die Aktualität unseres Ordensgründers auf so fundierte, auf so faszinierende Art und Weise zum Ausdruck kommt und hoffentlich vielen Menschen nahegebracht werden kann. Denn mit dem Ort Paderborn verbindet auch unseren Ordenszweig eine immerhin knapp 150-jährige Geschichte. Und ich habe mich gefreut, dass das erste Schild, was ich gerade auf dem Weg vom Parkplatz nach hier wahrnahm, das Schild Kapuzinerkloster Liburianum war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle an dieser Stelle aber auch grüßen von der eben schon erwähnten DEUFRA, der deutschsprachigen franziskanischen Provinzialenkonferenz. Das sind die 6 Provinziale der Minoriten, der Franziskaner und der Kapuziner in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Italien, also natürlich in Südtirol in Italien. Und da die DEUFRA sozusagen die Fachstelle franziskanische Forschung geboren hat als eines ihrer ersten Kinder vor noch gar nicht so langer Zeit, freut es uns in der DEUFRA besonders, dass es der Fachstelle gelungen ist, zusammen mit dem Diözesanmuseum hier in Paderborn und natürlich mit dem Erzbistum dieses große Projekt, das wir heute eröffnen, auf den Weg zu bringen. Allen daran Beteiligten gilt im Namen von Generalminister Bruder Mauro Jöri und im Namen der DEUFRA mein besonderer Dank. Und natürlich gilt unser aller Vergeltsgott dem Erzbistum Paderborn, allen voran Ihnen, hochwürdiger Herr Erzbischof, für die inhaltliche, für die organisatorische und als Minderbruder darf man das sagen, nicht zuletzt auch für die finanzielle Unterstützung. Ich unterbreche gerne für einen Applaus zur Ankunft des Generalministers. Salve. Parlerò ancora solo 20 secondi, poi tocca a te. Verehrte Festgemeinde, das Franziskus-Charisma wirkte bereits in seinen Ursprüngen ungemein bereichernd auf den Gebieten der Theologie, der Philosophie und der Kunst. Und es hat diese durch Jahrhunderte hindurch bisweilen mehr geprägt, als uns franziskanischen Schwestern und Brüdern das zum Teil selber bewusst ist. Möge die Ausstellung Franziskus Licht aus Assisi dazu beitragen, diese verborgenen Schätze zu heben, für uns selber und für die Besucherinnen und Besucher dieser Ausstellung. Denn ich bin davon überzeugt, das franziskanische Charisma und die franziskanische Kultur ist für die Kirche und die Welt von heute mindestens ebenso bedeutsam wie für das 12. und 13. Jahrhundert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Il Signore vi dia pace. Der Herr gebe euch Frieden. Mit diesem Gruß bin ich aus Assisi hierher gekommen. Grüße Sie alle heute hier, hochwürdigster Herr Erzbischof, liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren. Ich bringe diesen Gruß auch im Namen unseres Generalministers, Fra Marco Tasca, und unseres Kusoden von Assisi, Fra Giuseppe Piemontese, der leider nicht hier sein kann aus terminlichen Gründen. Als vor gut einem Jahr Professor Stegemann und Frau Wermert zu uns nach Assisi gekommen sind, um die ersten Gespräche zu führen über die Ausstellung und über die Leihgaben, da wollten sie nicht nur etwas von uns haben, sondern sie haben uns zuallererst mal etwas gebracht, nämlich eine ganz große Begeisterung und ein ganz großes Engagement.
Das hat man sofort gespürt und das hat uns sehr gefreut und das hat uns dann umso bereitwilliger auch in Bewegung gebracht, dass wir mitarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, Professor Stegemann hätte nichts dagegen gehabt, wenn so wie beim Heiligen Haus von Nazareth nach Loreto die Engel die ganze Basilika von Assisi mitsamt der Bibliothek und dem Reliquienschatz hierher gebracht hätten. Das ist uns nicht ganz gelungen, aber doch ein paar wertvolle Stücke konnten wir hierher senden. Ich möchte nur auf zwei dieser Leihgaben ganz kurz hinweisen. Sie sind von tiefer Aussage und geistlicher Kraft. Von den Benediktinern des Klosters am Monte Subasio bekam Franziskus einen kleinen Kelch mit Hostienschale geschenkt. Dieser Kelch ist jetzt hier aus unserer Reliquienkapelle. Der Kelch weist hin auf die große Verehrung, die Franziskus für die Eucharistie hatte. Es ist sein ganz liebes Sakrament, denn es zeigt die Demut Gottes. Es zeigt Gott in der Gestalt des Brotes, er schenkt sich uns und kommt uns entgegen. Franziskus begegnet Gott als dem Demütigen, als dem, der erreichbar ist, der sich uns schenkt, der sich für uns hingibt. In allen seinen Schriften spricht er über die Eucharistie niemals über etwas anderes häufiger als über die Eucharistie. Franziskus begegnet Gott auf diese Art und Weise und er lädt alle ein, sich diesem Gott hinzugeben, seine demütige Gegenwart zu entdecken. Der Kelch und aus unserer Bibliothek ist ein Brevier hierher gekommen. Es war ein Brevier, das als Kopiervorlage diente, um eben die Texte abzuschreiben für die vielen Konvente des sehr schnell wachsenden Ordens. Das Entscheidende bei diesem Brevier ist das Alter, ist die Jahreszahl. Es ist von 1224. Also ein Brevier, das Franziskus und seine Brüder direkt bei sich hatten. Das Brevier weist natürlich einmal hin auf die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebetes, dass die Brüder sich versammeln zum Gebet, dass sie auf das Wort Gottes hören, das Evangelium, aus dem Franziskus seine Inspiration empfängt und dass sie natürlich durch das Beten des römischen Breviers auch ganz bewusst in die Gemeinschaft der Kirche eingebunden sind. Franziskus hat diese Kirche als Baustelle erlebt in San Damiano, als einsturzgefährdet und erneuerungsbedürftig, aber er entdeckt, in dieser Baustelle Kirche ist Gott gegenwärtig und deswegen will er mit dieser Kirche verbunden sein, vereint sein, will sie von innen her stützen und erneuern. Der Kelch und das Buch, die Heilige Schrift und die Gegenwart Gottes im Sakrament. Franziskus lässt sich inspirieren, lässt sich ergreifen und in Bewegung bringen, lässt sich so seinen Weg der Erneuerung der Kirche führen. Und das ist unser sehnlichster Wunsch, der Wunsch von uns Brüdern, die wir am Grab des heiligen Franziskus leben und wirken dürfen, dass das hier Wellen schlägt, dass das hier Kreise zieht, dass möglichst viele Menschen beim Besuch dieser Ausstellung sich wieder neu ermutigen lassen und einladen lassen, den Weg nach dem Evangelium zu gehen in den Fußspuren des Franziskus. Es ist ein Weg, der in die Fülle des Lebens, der in ewiges Leben führt. Das ist unser Wunsch. Ich wünsche Ihnen allen, ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern dieser Ausstellung Pace e Bene, Friede und alles Gute. Dankeschön. Pace bene a tutti presenti. Friede und Heil Ihnen allen, die Sie hier sind. Saluto calurosamente l'arcivescovo, al quale ringrazio dell'invito che mi ha rivolto. Ich grüße besonders herzlich den Herrn Erzbischof, der mich eingeladen hat, hier heute da zu sein. Vi porto l'abbraccio fraterno di tutti i frati minori, sparsi nel mondo intero. Ich bringe die Grüße aller Minderbrüder überall auf der ganzen Welt. Sono felice di poter partecipare all'inaugurazione di questa esposizione su San Francesco. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf bei der Eröffnung dieser Ausstellung über den heiligen Franziskus. Il mio augurio è che
tutti coloro che possano visitare questa esposizione fino alla sua clausura si possano incontrare con questo personaggio che, essendo del Medioevo, rimane pienamente attuale. Mein Wunsch ist, dass alle, die diese Ausstellung hier besuchen, tatsächlich der Persönlichkeit von Franziskus begegnen können. Eine Persönlichkeit aus dem fernen Mittelalter, die aber dennoch aktuell ist und bleibt. Francesco non è un uomo, un personaggio del passato soltanto, ma, come dico, è profondamente attuale. Wie ich eben gesagt habe, Franziskus ist kein Mann, keine Persönlichkeit der Geschichte, sondern voll und ganz eine Persönlichkeit von jetzt voller Aktualität. E questa attualità diviene del vivere il Vangelo. Diese Aktualität kommt daher, dass er das Evangelium lebt. Francesco è un uomo profondamente evangelico. E per questo attraversa tutti i tempi. Franziskus ist ein Mann, der tief durchdrungen ist vom Evangelium und deswegen alle Zeiten umfasst und durch alle Zeiten lebendig ist. D'altra parte sono felice che questa esposizione sia una iniziativa in comune dalla diocesi e da tutta la famiglia francescana. Darüber hinaus bin ich sehr froh, dass diese Ausstellung eine Initiative ist von der Erzdiözese hier gemeinsam mit der gesamten franziskanischen Familie. In questo senso si mostra come Francesco è un uomo di Chiesa. Sie zeigt auch auf diese Weise, dass Franziskus tatsächlich ein Mann der Kirche ist. Auguro che la visita a questa esposizione possa dunque risvegliare in tutti coloro che faranno la visita il desiderio di capire meglio Francesco. Ich wünsche deshalb, dass alle, die diese Ausstellung besuchen, verstehen und verstehen lernen, dass Franziskus präsent ist. E anche di avvicinarsi alla ricca storia del Francescanesimo. In Germania. Und sich auch anzunähern an die reiche Geschichte des franziskanischen Lebens in Deutschland. Pace bene a tutti. Friede und Heil.